Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich weiß, ihr meckert mich an, weil ich immer auf den Banken penne. Aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Vor allen Dingen bei den Ambiente da im Hintergrund kann man doch nicht widerstehen. Warum renne ich hier eigentlich mit den Bomben rum? Hat sich jetzt auf einmal jede Taste in die Bombentaste? Okay, warum auch immer ich auf zwei Tasten jetzt auf einmal die Bombe habe. Vorher war das nicht so. Ich wollte beim letzten Mal die Brücke hier erkunden, hab mich ein bisschen aufs Maul gelegt dabei. Okay, momentan kann mich offenbar niemand über diese Brücke bringen. Außer ich. So, hier runter. Oh, lecker. Geld. Oh. Ich will das. Maus! Ein Drachenschweif. Und ein bisschen Saframilch. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Ich muss erkunden. Ah, okay, hier kann ich nicht runterspringen, ich würde nicht mehr drauf kommen. Hier ist das Teil, wo ich Musik spielen müsste, aber dafür habe ich noch nicht den Song. Ansonsten können wir jetzt hier bei der Brücke nicht weiter erkunden. So, als nächstes haben wir die Stadt hier oben vor uns. Oh, die ist aber sehr groß. Sind das zwei Städte? Die Geobasis, von der wurde uns letztes Mal doch erzählt. Hier brauche ich diesen komischen Song. Vielleicht kriegen wir hier auch einen. Hallo. Ich hole mir jedes Jahr eine Geo-Mitgliedschaft, aber hauptsächlich, damit ich in der Lounge chillen kann. Da unten sind ein Energie- und ein Herzjuwel. Also, ich will die Juwelen. Nebenbei, ja, ich weiß, ich könnte einmal nach Atai zurück und mir nochmal ein bisschen hier so ein Taschen-Upgrade holen. Werde ich wahrscheinlich auch. Ich muss erst ein Geo-Club sein, um hier was zu kaufen zu können. Wie kann ich Mitglied werden? Für 200 Rinnen. Anders komme ich ja nicht an den Kack ran, ne? Ah, okay. Die Chefin des Geoclubs ist zurzeit in unserer Niederlassung tätig. Sie meinte, dass sie gerne neue Mitglieder einführen würde, solange sie in der Stadt ist. Du findest ihr Büro die Treppe rauf. Bitte erstatte ihr einen Besuch ab. Ich sehe mich nur um. Ich will das kaufen. Darf ich aber erst, wenn ich mit der einen da oben gequasselt hat. Und ich habe so ganz leicht dabei gelesen. Hier, ein Rätsel. Da ist auch eine bessere Weste für mich bei. Also, die Treppe hoch. Ich bin auch eine Treppe gerade hochgegangen. Also die ist die Leiterin. Grüß dich. Du musst ein neues Mitglied sein. Gell, richtig? Ein schöner Name. Ich bin Georgia die Zwölfte. Aber nenn mich ruhig Georgia. Also sehe ich das richtig, dass du im Geoclub beitreten möchtest? Es ist mir eine Ehre, dass ich dich einführen darf. Bei uns dreht sich alles um Erkundung, Spaß und Gemeinschaft. Als erstes musst du ein Lied auswendig lernen. Ich erkläre dir später, wieso. Ich wusste es. Spiel mir fürs Erste einfach nach. Egal, ob du mitfallst oder mit einem Instrument deiner Wahl spielst. Wie ging das Spiel nochmal? Ich vergesse es jedes Mal aufs Neue.
Warte mal, ich muss erstmal die Tasten gucken. Ah, okay. Schade, das war die falsche Richtung. Ich habe den Geo-Song gelernt. Super. Die Melodie, die du gerade gespielt hast, ist der Geo-Song. Alle Geo-Club-Mitglieder kennen ihn. Der Song ist der Schlüssel zu unseren Geo-Dungeons. Alle unsere Geo-Dungeons sind mit einem Tor und einem Liedstein geschützt. Liedsteine sind... du weißt, was Liedsteine sind. Das ist super. Dann muss ich dir wohl nicht weiter erklären. Rechts von hier haben wir einen speziellen Anfänger-Geo-Dungeon aufgebaut. Ich kann dir nur empfehlen, den erst einmal auszuprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ah, okay. Also, ich habe jetzt einen neuen Song. Das Symbol können wir uns ja auch mal eben kurz angucken. Ja, das ist das mit diesem komischen Halb-UFO. Ich dachte, das wäre irgend so ein Alien-Song, nicht, dass es von irgendeiner Erdstation ist. Also jetzt kann ich diese Türen öffnen. Jawoll. Ist das eine von den Uroboros? Ah, okay, ich brauche die Schleuder. Die Schleuder, nicht die Lampe. Gut zielen. Trickshot geschafft. Geschafft. Okay. Hier muss der Trickshot King ran. Verdammt. Verdammt. Aber vielleicht geht es ja auch so. Getroffen. So, da reinschießen. Nicht in dem Winkel. Warte mal, erstmal. Ich schaff das, Leute. Seht ihr? So, und jetzt zu dir. Seht ihr? Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Schleuder nochmal brauche. Glückwunsch, du hast eine Geo-Prüfung gewonnen. Applaus anleiten. In diesem Geo-Haus bist du Besucher 4358. Erhalte dein Ticket jetzt. Denk dran, schau bei deiner lokalen Geobasis vorbei, um dir deinen Preis abzuholen. Die nächste Geobasis befindet sich westlich 30 Meter. Hab einen wundervollen Tag. Okay, der ist unwichtig. Also, ich gehe wahrscheinlich in der Annahme, dass ich all diese Rätsel machen muss, um die Sachen hier zu bekommen. Dass ich dann mit den Geo-Tickets bezahle, statt mit Geld. Liege ich richtig? Ich bin schon Mitglied. Dafür brauche ich zwei Geo-Tickets. Ich bezahle tatsächlich damit. Ein Herzrubin 1. Also das kann ich mir schon mal nehmen. Her damit. Ja. Das hier ist das exquisite und seltene Goldenei, von dem man sagt, es kann nur von legendären glücklichen Perrovögeln gelegt werden. Okay. Und die Weste hier ist wahrscheinlich mega gut. Oh, die braucht sogar 6 Tickets. Aber dann hätte ich ja nochmal einen Grund, all die alten Gebiete nochmal abzustauben. Warum leuchtet es hier hinten? Hat das Regal deinen Blick erhascht? Jeder Gegenstand hat eine beachtliche Geschichte. Ich frage einfach nach beiden Dingern und überspringe das für euch. Okay, die würde mir übrigens diese Ohrringe geben, das sind Glücksohrringe, wenn ich ihr dafür irgendwas anderes gebe. Ich habe aus dieser Ruine doch, warte, diese seltsame Urne. Vielleicht kann ich ihr das dafür anbieten.
Das ist doch vom Wert, oder nicht? Okay, das zählt offenbar nicht. Aber ich habe jetzt wirklich gut Grund, nochmal die ganzen Wege abzugehen. Und natürlich will ich euch diese Prüfung nicht vorenthalten. Von ein paar Orten weiß ich, wo die sind, die Prüfungen. Die restlichen müsste ich nochmal suchen. Also von euch erfahre ich eh wahrscheinlich nichts Spannendes. Müsste hier nicht auch dieser eine Typ sein, den wir gerettet haben? Was ist hier? Nix. Der Teleporter für mich. Stimmt, das ist der Typ von der Teleportstation. Den haben wir damals gerettet. Den Fran. Du bist hier. Ich bin ja so froh. Und bist du beeindruckt? Das ist mein Labor. Es ist auf dem neuesten Stand der Technik. Nicht jeder dahergelaufene Wissenschaftler bekommt genug Forschungsgelder, um ein so modernes Labor zu bauen. Ja, man sieht, dass du Freude hast. In diesem Land bin ich wahrlich die Numero Uno. Es gibt diesen einen Typen, der das anders sieht, aber der ist verrückt. Reden wir lieber nicht über ihn. So, ich habe dir eine Belohnung versprochen und die sollst du auch bekommen. Ich möchte dir meinen extrem wertvollen Gutschein geben für eine Taschenerweiterung in Loreleis Schneiderei. Dafür bin ich den ganzen Weg gelaufen. Ja, sie nähen einem Taschen an. Mehr Taschen heißt mehr Zeug, das du mit dir rumtragen kannst. Ich werde da auch nochmal hingehen. Ich habe so viele Taschen und sie sind alle gefüllt mit Essen. Deshalb habe ich so lange unter dem Geröll überlebt. Jedenfalls, ich würde ihn ja enorm gerne selbst einlösen, aber genau deshalb möchte ich, dass du ihn bekommst. Da war gerade irgendwas hinter dem Fenster. Ich hoffe, das zeigt dir, wie dankbar ich bin. Oh nein, du hast nicht genug Platz für den Gutschein. Ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, dass der Gutschein dafür gemacht wurde, um genau so etwas zu vermeiden. Ich bewahre ihn für dich auf, bis du genug Platz hast. Ich muss irgendwas loswerden. So, jetzt habe ich den Coupon. Wo bekomme ich jetzt nur meine Mondsteine her? Ja, von mir. Ich kann dir Mondsteine geben. Der will Mondsteine haben. Dafür sammeln wir die. Das machst du? Das ist ja so nett von dir. Und sieht auch so aus, als hättest du eine gute Menge dabei. Das sind sogar genug, um mit dem ersten Langstreckenexperiment anzufangen. Komm mit, ich möchte dir was richtig Cooles zeigen. Oh, ich bin schon interessiert. Mein Team und ich arbeiten daran, eine längst verlorene Technologie der Antiken zu erforschen. Es geht um den direkten Transfer von Masse und Energie. Oder in anderen Worten, Teleportation! Ja, endlich! Ich werde sie demonstrieren, indem ich dieses Ei teleportiere. Sieh her! Bitte, daraus jetzt Spiegelei. Das werde ich sein, Leute. Tada! Ups, ich hatte es auf Braten eingestellt. Keine Sorge, Teleportation ist sicher. Ja, ich seh's! Nun ja, lange Zeit konnten wir nur auf kurze Distanzen teleportieren. Bis wir herausgefunden haben, dass Mondsteine bei der Teleportation eine wichtige Rolle spielen. Normalerweise denken die Leute, dass Mondsteine nur für Schmuck gut sind. Aber in der Zeit der Antiken wurden sie Warpkristalle genannt. Und Warpkristalle hatten einen klaren Verwendungszweck. Sie sind wie ein Schlüssel für das Raumzeitkontinuum. Als hätte man sein eigenes Warp-Tor in der Tasche. Aber über die Jahrhunderte haben die Kristalle an Kraft verloren. Jetzt sind sie nur noch ein Teil von dem, was sie einst mal waren. Und wenn man genug von ihnen auf die richtige Weise verbindet, reicht die Kraft auf, um die Teleportation der alten Zeit nachzustellen. Wird die Zeit, das Ganze in Aktion zu zeigen. Ich werde sterben. Wir haben nämlich schon das Fundament für ein kleines Teleporternetzwerk geschaffen. Uns haben nur noch die Mondsteine gefehlt. Und dank dir haben wir jetzt genug. Naja, zumindest genug, um einen Langstreckenteleporter-Paar zu verbinden. Da du meintest, dass du aus Panselo kommst, wird das die erste Verbindung. Jetzt kannst du von hier aus ganz einfach nach Hause reisen. Und jetzt ist Showtime. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao, war schön, dich gekannt zu haben.
hoffe, das war nicht auf Braten eingestellt. So, und Porten! Lebt er noch? Hallo? Er ist ein Braten. Es war schön, dich gekannt zu haben, Fran. Ich wollte schon sagen, sonst wäre ich doch auch tot. Gute Nachrichten, Geld. Die Teleportation war ein voller Erfolg, wie der Matsch das auch noch reingezoomt hat. Das war nicht mein Verdienst. Erfolg fühlt sich gut an. Was? Du dachtest, ich wäre gebraten worden? Du bist albern. Warum denkst du sowas? Hey, meine Assistenten wollten nicht durchgehen. Feiglinge! Was soll's? Ich kürze einfach ihr Gehalt. Wir sollten zurück. Auf geht's! Aber hey, jetzt kann ich teleportieren, Leute. Das war der erste Schritt, mein Traum, die gesamte Welt miteinander zu verbinden, rückt näher. Aber wir sind noch weit von einem öffentlichen Personenteleportverkehr entfernt. Benutze den Teleporter gerne so oft du möchtest. Sieh dich als Beta-Tester. Wenn du mir nochmal 10 Mondscheine bringst, kann ich noch ein Langstreckenteleporterpaar verbinden. Und schließlich, nimm doch bitte dieses kleine Geschenk für deine Bemühungen an. Ich habe auch noch ein Herzrubin gekriegt. Wie lange sitze ich hier schon? Lang genug eigentlich. Ja, Leute, das wär's für heute. Entschuldigung, hab die Maus aus Versehen ins Bild gepackt. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Wir haben jetzt Teleportation. Das ist mega cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.